herzlich willkommen mal wieder zum D3Con-Podcast. Wir sind heute mal wieder zu dritt. Erik ist wieder als Co-Host dabei. Vielen Dank dafür. Freut mich, dass du da bist, Erik. Sehr gerne, ich danke. Und als Gast haben wir in unserer Mitte den Björn Kaiser von Bonprix, Head of Marketing Intelligence. Mal eine ganz neue Jobposition, die wir so noch nicht hier hatten, die, glaube ich, einiges an interessanten Erkenntnissen verspricht. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Herzlich willkommen, Björn. Erzähl doch mal so ein bisschen, wir fangen immer an mit einem bisschen Kennenlernen der Person. Erzähl uns doch mal ein bisschen über deinen Lebenslauf. Wie kommt man zu Bonprix? Was hast du vorher gemacht? Und was macht deinen Job aus? Ja, auch. Okay. Also ich bin der Björn. Ich habe erstmal einen Realschulabschluss gemacht, dann bin ich in den Einzelhandel gegangen, habe einen Einzelhandelskaufmannslehre gemacht. Also ich habe einen nicht so geradlinigen Lebenslauf. Was ordentliches gelernt. Damals noch bei Brinkmann, kennt vielleicht noch der ein oder andere Hamburger hier in der Stadt, Spitaler Straße. Hatte auch zu der Zeit schon einen guten Mentor, so der erkannt hat, so Björn ist, der hat Leidenschaft, der hat Lust, der ist vielleicht nicht so der klassische Verkäufer im Laden. Kann er gut, aber kann auch mehr. Und hatte damals auch schon so einen Assistenzposten und habe auch schon Sachen gestaltet, präsentiert, also immer so Richtung Marketing schon, ne, in die Form. Ich wollte gerade sagen, irgendwie so Realschulabschluss und Einzelhandelsausbildung prädestiniert einen ja eigentlich nicht unbedingt für so einen Job, ne? Aber ich musste auch Camcorder verkaufen, in Englisch, auch eine Stunde lang über technische Dinge sprechen. Das war schon eine gute Schule für mich und das war halt auch kaltes Wasser, ne? Also der erste Tag war so hier, verkauf mal. Und ich so, okay, vielleicht sollte ich erstmal was über das Produkt lernen. Dann ist ja leider die Geschichte von Brinkmann sehr kurz gewesen. Die 2001, glaube ich, Insolvenz oder so. Dann musste ich mir was Neues suchen, bin in die Versicherung gegangen, weil schnelle Geld hat gelockt. Habe ich ein halbes Jahr gemacht, habe mich nicht überzeugt, produktseitig. So ist nicht das, wo ich hinterstehen würde. Hab dann Fachabi gemacht, während meines Fachabis, ist ein kleiner Funfact, einen Clan gegründet. Klar. Ein Online-Gaming-Clan. Ah. Also die Frage, wann kommt der irgendwann, dann kommt der Kerl zum Online-Marketing. So, da habe ich schon damals 300 Leute geführt und waren auf LAN-Partys aktiv und hatte auch einen Sponsor. Das war ganz witzig. Aber es war sehr zeitintensiv und es kam auch nicht der Revenue daraus, also der Return on Invest. Da gibt es ja heute immer noch wenige, die davon leben können, aber damals war es noch weniger, ne? So ist es, genau. Ja. Also es ist wie beim Fußball zu hoffen, dass der Sohn dann irgendwann die Karriere antritt. Mhm. Das ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Und dann hat mich die Bundeswehr noch einziehen wollen. Dann habe ich gesagt, mach ich aber lieber Zivi. Und dann kam die Phase, wo ich sozusagen das erste Mal Startup-Luft geschnuppert habe, weil ich dann sozusagen wieder arbeiten wollte und ich wollte auch von zu Hause raus und so. Ich bin Spiel ausgezogen. Und da bin ich dann in so einem dubiosen Startup gelandet. Damals ging es darum, Cashback auszuzahlen, was man über ein Affiliate verdient hat. Und da lernst du dann halt so, was ist Affiliate, wie funktioniert das System? Und damals war das auch so, da sagte dann mein Chef, so ruf mal bei Google an, wir wollen mal ein Keyword buchen. Und ich so, hä, was? Wann war das dann? 2004 tatsächlich. Also es gab nicht diese coolen Google-Tools, die du heute kennst, die eigentlich jeder bedienen kann. Mhm. Also selbst wenn man wenig Ahnung hat und kann sich da schnell reinarbeiten. Ja, das habe ich 2 Jahre gemacht. Dann nebenher habe ich dann auch so eine DVD-Line-Geschichte gemacht, auch mit drin. Das war also auch eins der Geschäftsmodelle, habe ich mit organisiert. Und das war immer alles angeschnitten ans Online-Marketing. Das war aber auch Produktmanagement, neue Tools bauen, Callcenter leiten. Also wie so ein Startup halt immer so ist, man macht vieles. Mhm. Und vielleicht nichts richtig, aber dafür vieles. Und man lernt auch viel. Hab dann angefangen zu studieren nach 2 Jahren. Hab gedacht, so jetzt mal Wirtschaftsingenieurswesen finde ich geil. So, weil ich bin ja so ein Typ, ich habe das Gefühl, ich bin technisch versiert, aber kann auch kaufmännisch. Also der Unternehmer und der Techniker ist ja meistens mal ein seltenes Tier. Mhm. Bin dann im Studium, war ich dann Werkstudent und dann war das aber so, dass sozusagen mein Sohn geboren wurde und ich sagte, jetzt muss ich irgendwie Geld verdienen wieder. Mhm. So in der Haushaltskasse nicht so ganz gereicht. Und dann sagte mein damaliger Chef, wo ich Werkstudent war, auch in einem Startup wieder, Alive, also Alive hieß die Seite. Das war, wir wollten damals Deutschlands erste Startseite werden sozusagen. Mhm. Oder größte Startseite neben Google und auch iGoogle, was es damals auch noch gab. Also es war so eine Idee wie iGoogle. Kennt ihr iGoogle noch? War das so ein, waren da so Content-Snippets? Ja, da waren Content-Snippets drauf. Es ging darum, Informationen zu aggregieren, weil die Geschäftsidee war ja die, du hast wenig Zeit am Tag. So, du hast 15 Minuten Zeit am Tag, der Rest musst du arbeiten und bist am Performen und hast es nicht gesehen. Und dann brauchst du alles auf einer Webseite. So, das war die Idee. Das war damals noch mit RSS-Feeds, ne? Also ja, ich glaub, genau. Wenn du mich gefragt hättest, was für Google-Produkte es heute nicht mehr gibt, wäre ich nicht drauf gekommen. Aber das gibt es tatsächlich nicht mehr. Und wir hatten die Idee,
Mensch, ist ja auch blöd, nur aggregieren wäre ja geiler, wenn wir wie ein Katapult wirken würden und dich überall einloggen. Und das war damals die Geschäftsidee von diesem Startup. Und dann auch, er meinte, meine Chefs meinten, na, ist ja blöd irgendwie so im Studium, aber komm doch zu uns, werd doch bei uns Marketingmanager und baue Marketing mit auf. Ist immer die Frage, wie viel Geld hast du im Marketing, im Startup meine ich, um auch wirklich Marketing zu machen. Und da war es dann halt sehr, da hat man einfache Sachen gemacht, wie auch erstmal Google, SEO. Ich habe mich dann auch da stark auf CRM fokussiert. Wenn du Kunden hast, kannst du mit denen auch viel machen, um diesen ganzen Funnel zu bespielen. Und da war es dann irgendwann langweilig, weil das Geschäftsmodell sich ja auch schon so abgezeichnet hat, wie iGoogle es ja heute auch nicht mehr gibt, dass das nicht B2C-tauglich ist. Ist dann am Ende eine B2B-Bude geworden, was ich auch ganz gut finde. Also da ist auch noch was mit passiert. Aber ich bin dann durch einen Kontakt zu Bigpoint gekommen. Das war dann 2006, das war 2010. So lange warst du da. So lange, ja. Also ich war circa 2 Jahre in dem Startup plus 1 Jahr Werkstudentenzeit, so, also insgesamt 3 Jahre in dem Startup. Und dann habe ich gesagt, so Mensch, jetzt habe ich mal Lust auf was Neues und auch mal Lust auf was Größeres. Und ja, dann war ich bei Bigpoint und ich habe mich da beworben, das ist ganz interessant, als Qualitätsmanager im Online-Performance-Marketing. Okay. So, weil ich dann auch so die Fragestellung bekommen habe, ja, was machen wir dann, wenn wir mal irgendwie 100.000 Euro platzieren? Wo landet denn die Kohle oder was ist denn da passiert? Weil es könnte mal vorkommen, dass das passiert. Mhm. Und da war klar, dass sie jemanden gesucht haben, der technisch versiert ist, der auch wirklich Ahnung von HTML, von Cookies, von Tracking Ahnung hat und sich damit beschäftigt. Und das war dann tatsächlich mein täglich Brot, da zu gucken, wie sind die Prozesse, wie werden Pixel eingebaut, ist das wirklich richtig passiert, ist das Tool fehleranfällig? Also damals hatte man noch ein eigenes Tracking-Tool, also einen eigenen Tech-Manager, würde man heute ja nicht mehr machen. Heute würde sich fast jeder einen Google-Tech-Manager einbauen oder es gibt sich Dienstleister, die man dann da nutzen kann. Und das habe ich so ungefähr 8-9 Monate gemacht und auch Landingpages konzipiert und getestet und hast nicht gesehen. Dann war das mal ein bisschen öde. Da habe ich gesagt, so, oh, jetzt, ich habe hier alles automatisiert, was geht. Wie groß war damals Bigpoint schon? 400 Mitarbeiter, glaube ich. Mhm. Also ich bin angefangen mit 300 und dann sind es 400 geworden und es waren auch später noch mehr. Mhm. Das hat sich fast verdoppelt. War so die Wachstumsphase. Das war die Wachstumsphase, genau. Da haben wir richtig Gas gegeben und ich glaube, das Performance-Marketing, nagelt mich nicht drauf fest, waren auch schon 20, 30 Leute oder so. Es war schon echt recht groß. Und zu dem Zeitpunkt war auch Bigpoint dichter am Unicorn-Status dran als Zing. Ich glaube, Zing hat mir noch gar nicht auf die, also nee, stimmt. War noch längst nicht so weit. Bigpoint war damals eine der größten. In Hamburg auf jeden Fall, ne? Das größte Digital-Startup. Ich behaupte auch die ersten, glaube ich, mit Browser-Games tatsächlich. Ja, also Browser-Spielen, ne? Und da wurde es mir ein bisschen langweilig drum. Also ich hatte jetzt in Summe auch 4 Positionen bei Bigpoint dann damals und bin dann ins Projektmanagement gegangen in Richtung CRM und habe dann zum Beispiel meinen E-Mail-Dienstleister umgebaut. So, also das war halt sehr verwurzelt ist in der ganzen Technologie da, in dem ganzen Technologie-Stack. Also in der Plattform mit drin und dann werden irgendwie 60.000 Mails geschickt, also Typen, Mail-Typen. Das heißt, jedes Spiel hatte an sich 20 Mail-Typen plus nochmal in jeder Sprache. Das hat sich sehr schnell multipliziert. Und noch in Abhängigkeit von der, ich weiß nicht, gibt es bei im Gaming gibt bestimmt auch sowas wie eine Customer Journey, also je nachdem, in welchem Level ich stehe und definitiv. Was für ein Segment ich bediene. War sehr viel Content drin und das war natürlich etwas, was man nicht wegschmeißen wollte. Wo ich aber gesagt habe, müssen wir uns ja von lösen, weil am Ende ist es auch nicht wartbar. Es kann ja keiner pflegen und du hast dann ja auch kein CRM-Team, was aus 300 Leuten besteht, sondern eher so aus 2, 3. Interessante Kombination, wie willst du das machen? Und das war auch wirklich eine schöne Zeit, weil da kamen dann schon Pläne zum Vorschein, wo ich gesagt habe, so, ne, mache ich jetzt so nicht. Glaube ich nicht dran, machen wir nochmal neu, konzipieren wir neu. Ich weiß, ich habe nur 3 Monate Zeit, ich nehme mir 1 Monat und mache es in 2. Mhm. Ist erfolgreich geglückt, im Dezember den Wechsel gemacht da und habe dann noch nebenbei ein Gutscheintool gebaut, um in den Spielen generell, also ein Marketingmanager muss ja irgendwie auch mal so einen Hebel haben. Und dann hat er ja keine Lust sozusagen, den immer irgendwie zu verhandeln und irgendwie dann neu speziell bauen zu lassen von irgendeiner Person in einem Spiel. Sondern haben wir dann ein Tool gebaut, was einfach generell funktioniert hat, wo wir das einfach autark machen konnten. Für jedes Spiel alle Möglichkeiten. Das habe ich auch ein Jahr gemacht circa. Dann waren die Produkte sozusagen fertig am Markt. So, dann ist die Frage, was machst du noch für ein Projekt oder ein Produkt? Und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich mal Lust auf was Neues. Und bin dann in den Anzeigenverkauf gegangen für Bigpoint. Das war die Zeit, wo wir incentivierte Videos gestartet haben. Das heißt, du spielst Pharmarama und guckst dir ein Video an und wirst belohnt. Mhm. Das Spiel gibt dir sozusagen was dafür, dass du ein Video anguckst.
Ist natürlich jetzt die Frage, ist das wirklich das beste Werbemittel und bist du dann danach addicted und sagst so, geil, jetzt muss ich mir auch die Creme oder den Saft kaufen oder sowas. Das war einfach eine sehr gute Erfahrung, sich auch nochmal mit dem Geschäft zu beschäftigen, im Sinne von TKP, was kannst du da machen? Wir hatten dann auch für Deutschland zumindest eine Premium-Vermarktung mit drin, über die konnte ich hier zum Beispiel nicht, also da, die waren Herrscher, die haben gesagt, was machen wir, was sollen wir machen? Dann habe ich mich aber auch mit dem Restplatzinventar beschäftigt. Dann haben wir Wasserfallprodukte gebaut, um zu sagen, so, jetzt haben wir den Dienstleister, haben wir den Dienstleister. Was haben wir, was machen wir, wenn wir kein Inventar mehr haben? Also was ist jetzt, wenn einer nichts mehr liefern kann? Habe dann noch ein echt interessantes, spannendes Projekt gemacht mit einem Startup und einer Uni, die nämlich gesagt haben, so, jetzt hast du kein Video mehr. Jetzt würden wir gerne mal den Kunden anders fordern, und zwar spielerisch. Und zwar war das dann so, wir müssen auf Bildern erkennen, ob eine Person oder ein Auto auf dem Bild ist. Und dann haben wir halt mal so eine Technologie mit eingebaut und haben dafür auch die Kunden belohnt. Kann ich jetzt mal so aus dem Feedback sagen, fanden die Kunden jetzt aber auch mega ungeil, weil die wollten das Spiel spielen. Wenn die wollten die kurz ein Video gucken, haben die meist wahrscheinlich dann auch noch weggeguckt und haben dann gesagt, jetzt muss ich auch noch interaktiv sein. Boah, keine Lust. Aber es war interessant, sozusagen da auch nochmal die andere Seite des Publishings kennenzulernen für deine spätere Karriere, dass du auch nochmal gesehen hast, wie die so denken, wie die arbeiten und was das bedeutet. Ne? Genau, definitiv. Das war echt eine tolle Zeit. Dafür musste ich dann auch nach Luxemburg, habe dann in Luxemburg gearbeitet, direkt vor Ort, um da die Verträge auszuverhandeln oder solche Geschichten. Das war dann aber wiederum auch mit dem Pendeln wieder und dem von Montag bis Donnerstag so, der Modo, war das dann sehr anstrengend, habe ich gesagt, so okay, habe ich jetzt auch gemacht, habe ich aufgebaut, läuft gut, wen finden wir, wer kann das machen, und bin dann zurückgekommen, um sozusagen das CRM nochmal zum nächsten Level zu führen, also auch da eine neue Technologie einzuführen, auch richtig CRM zu machen, die, was du schon sagtest, Inhalte dann zu delivern, wenn der Kunde in dem jeweiligen Level ist, was musst du machen, wann machst du Retargeting, wann machst du Winback, solche Geschichten aufzubauen, hat mir viel Spaß gemacht. Habe ich auch ein Jahr gemacht circa, auch ein Team aufgebaut, alle, mir ist immer wichtig, dass die Leute auch Lust haben auf so ein Thema, also jetzt stell jetzt keinen ein, der nur im Fließband sitzt und da Pakete draufpackt und nicht fragt, warum er Pakete draufpackt, das finde ich immer so, finde ich recht ungünstig. Und dann kam ein Anruf, ja, hier, Zalando, wie sieht's aus? Und ich so, ja, weiß ich nicht, Berlin, ich lieb ja Hamburg, bin ja Hamburger, so, Familie, Kinder, weiß ich nicht. Und hab dann damals mit meinem VP gesprochen, Tom Hansen, also heißt er immer noch, aber war damals dann der Bereichsleiter sozusagen für den ganzen CRM-Bereich. Und er hat mich so überzeugt von seiner Fachlichkeit, also was die machen, wo die stehen heute, was für Themen gerade aktuell sind. Und da habe ich mir gedacht, so, ey, kann ich mir ja nicht entgehen lassen? Das gucke ich mir mal an. Das war 2012? Das war 2014. War ja sicherlich auch eine Zeit, wo, wie du es gerade schon beschrieben hast, Zalando relativ klar so zu denen gehört hat, die, was Marketing angeht, am schlauesten waren. Ne? Ja, definitiv. Definitiv. Also ich wusste schon, toll, das willst du sehen. Aber den Preis zu zahlen, dahin zu gehen und das mitzumachen, war schon für mich hoch. Also war schon dieser, also nicht, dass man immer so in der Komfortzone sitzen sollte, aber ich finde schon, Städte haben schon was an sich, ne? Gerade wenn man Freunde, Familie hat und so. Da muss man überlegen. Nichtsdestotrotz bin ich hingefahren, habe mir das angehört und war so begeistert von dem Ganzen, weil ich wurde halt auch nicht nur von meinem also damaligen Bereichsleiter sozusagen interviewt, sondern auch von Mitarbeitern. Ich habe da einen guten Blick drauf gehabt und hatte das Gefühl, Mensch, das muss man eigentlich machen. Hab mit meiner Frau verhandelt, ich war noch so semi-gut, aber gut, und habe das dann durchgezogen. Und muss aber auch sagen, ich bin auch sehr viel gependelt tatsächlich. Ne? Also es war auch eine der Dinge, ich war jetzt in Summe 1,5 Jahre da, habe das Online-Marketing, das E-Mail-Marketing sozusagen da verantwortet, auch das Push-Notification-Thema, also war dafür da, dass sozusagen die Mails auch versendet werden, dass die Tests da irgendwie funktionieren, dass die Innovation da getrieben wird. Auch da habe ich wieder einen E-Mail-Dienstleister ausgebaut, umgebaut, anders eingeführt. Und es war einfach eine tolle Zeit, das auch zu sehen und zu erleben, da halt Kultur, wie die ganzen Bereiche funktionieren. Ich habe natürlich auch immer viel aus dem Performance-Marketing raus mitgenommen und geguckt, weil das einfach ein großer Bereich ist. Ne? Also es gibt dann gab damals dann noch den SVP, der sozusagen über den ganzen Sales-Thema saß, und dann hattest du da auch schon eine Marketing-Intelligence, die das alles koordiniert hat, geguckt hat, Mensch Björn, wie sieht's denn überhaupt aus mit deinen, Mensch, wenn du Mails schickst, müsstest du doch 99% der Kunden erkennen. So, wenn du mal irgendwann nicht 99% erkannt hast, dann war so die Frage, was ist da los mit deinen Mails? Das läuft das Tracking nicht? Hast du was machen? Also einfach mal so eine, dass du so einen Anspruch hast an Daten, an Informationen, wie läuft das? Das war schon echt, war stark. Ja,
ging dann so Richtung, das erste Jahr war ich mega motiviert, das auch alles mitgemacht, habe Leute entwickelt, wir haben die Themen weitergetrieben, wir haben viel personalisiert. Wir sind sogar so weit gegangen, dass wir auch nicht eben halt, ich weiß nicht, wenn man heute E-Mail-Marketing fragt, so, wie macht ihr das? Ja, Montag, Dienstag, Sonntag, so, oder Montag, Mittwoch, Sonntag, so die klassischen Tage. Nee, wir sind so weit gegangen, dass wir geguckt haben, wann will der Kunde Mails? So, man muss sich aber die Frage stellen. Auf jeden einzelnen Kunden. Auf jeden einzelnen, ja, kannst du ja machen heute. Also ist ja nicht so, du kannst ja Bewegungsdaten, Öffnungsdaten, alle diese Informationen kannst du ja heute nehmen und kannst dich ja fragen, Mensch, wenn der Kunde nur einmal im Monat öffnet, dann braucht er doch täglich eine, so. Oder? Weiß ich nicht. Brauchen wir vielleicht nicht. Und wie wichtig sind die Mails? Weil ich tatsächlich auch in der Zeit mich viel mit Segmentierung beschäftigt habe. Wie schneidest du Gruppen? Wo gehst du hin? Was ist richtiger Content? Und ich heute sagen würde, Mensch, und das ist auch eine Entwicklung, die wir heute sehen, dynamische Anzeigen und Produktdatenfeed. Das ist so eigentlich heute das, was du machst. Und nicht irgendwie so, ich habe hier das perfekte Asset, den perfekten Text und so. Das ist halt immer so individuell Geschmackssache und das ist echt schwierig. Ich glaube, dass wir da, das nochmal Thema DSGVO immer schwierig ist. Ich glaube, wir müssen den Kunden heute wirklich gut bedienen. Ne? Den Konsumenten, der will ja irgendwie auch abgeholt werden, der muss personalisiert sein. Und wenn wir jetzt DSGVO haben, dann ballern wir alle nur noch in den Markt und gucken, wie wir irgendwie mit den Bildern, den generellen Bildern versuchen, irgendjemanden zu gewinnen. Ich glaube, damit werden wir keinen Blumentopf gewinnen, tatsächlich nicht. Und das ist auch nicht gut für den Kunden oder für die Kundin. Genau. Ja, also da war so die Phase, so nach einem Jahr war alles sehr gut aufgebaut. Also der neue Dienstleister war drin, wir hatten sehr gute Teams aufgebaut. Also man muss auch sehen, es waren circa 50 Leute oder 40 Leute, die operativ Mails und Push und alles aufbereitet haben, gemacht haben. Dann hatten wir noch ein großes Team Customer Intelligence. Wir hatten ein Segmentierungsteam, was sich nur wirklich darum gekümmert hat, technologisch Kunden zu segmentieren, Attribute zu setzen, dies, das. Und hinzu hatten wir noch ein Kreativteam. Das war ein riesen Bereich tatsächlich, alle erzählen. Und das war schon stark, da viel zu machen. Aber am Ende ist es auch in Richtung Automatisierung alles gegangen, natürlich, ne? Also, weil wir haben auch einen Dienstag genommen, wo du ganz einfach schon aus der IT heraus Inhalte reinpushen kannst. Und du dich dann nie nicht mehr fragst, was ist jetzt der perfekte Text. Also habe ich auch schon gemacht, ganz tolle Texte zur Wiesn sind ja jetzt gerade wieder. So, was sind Regeln, Gebräuche, worauf musst du achten? Ist trotzdem jetzt nicht so performance-stark. Muss man wissen. Und ist ja immer die Frage, wonach du gemessen wirst. Ja, so nach über einem Jahr ist bei mir so ein bisschen die Motivation abgesunken. Also ich hatte auch eine Wohnung da und ich, wie gesagt, bin manchmal sogar unter der Woche viel gependelt mit der Bahncard und hatte dann das Gefühl so, ja, jetzt mal wieder auf was anderes, vielleicht auch wieder so zurück nach Hamburg und hab auf einem Barcamp bei Zalando eine Kollegin kennengelernt, die heute leider nicht mehr bei Bonprix ist, aber jetzt bei Google. Und die hatte mehrfach das Gespräch mit mir gesucht, einfach auch zu dem Thema gesehen, okay, was kann der Kerl, was kann der auch gewinnbringend für uns sein, also für Bonprix jetzt. Und hatten ein paar Gespräche und ich war immer nicht so, ja, ich finde das eigentlich trotzdem ganz cool von der Kultur bei Zalando, vielleicht finde ich ja doch noch was so, oder vielleicht gehe ich ja nochmal in eine andere Richtung, aber wie ihr seht, ich springe ja doch auch gerne in den Themen. Also Erzähl, CRM, Performance Marketing, hier Leitung, hier Projekt, was auch immer. Und Gespräch, was ich dann mal hatte, war tatsächlich mit Markus Fuchshofen, unserem Geschäftsführer, und Carsten Uhlig, unserem Technologiepräsident, also der verantwortet sozusagen den E-Commerce, den Shop, den Online-Shop. Und die beiden haben mich total überzeugt. Wir haben gesprochen und haben gesagt, ja, wir haben ja auch Technologie, wir haben auch diese Inhalte, wir arbeiten an diesen Themen. Und wir haben einfach über Themen gesprochen, wo ich gesagt habe, so auch, gut. Also habe ich Lust, mit dran zu arbeiten, habe ich Lust, euch auch zu unterstützen und das auch mit nach vorne zu bringen. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, so komm, dann wechseln wir dahin. So, und dann bin ich da halt hin. Und da bin ich jetzt seit, neigt mich doch fest, ja, Mitte 2016. Nee, ja, doch, Mitte 2016, also Juli angefangen. Und bin eingesetzt worden, es war nicht so richtig klar, was soll ich da machen? So, weil da muss man dann so ein bisschen die Historie von Bonprix halt herkennen, Katalogversender oder Versandhandelshaus. Ich glaube, das müssen wir noch mal kurz dazu sagen, für die Leute, die das nicht wissen, das gehört zur Otto-Gruppe. Genau, es gehört zur Otto-Gruppe. Ja, und ist für dich selbstverständlich, aber sagen wir sicher jetzt aber nochmal dazu. Und das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, gerade wie du es schon auch beschreibst, ne? So vom Stil, von der Unternehmenskultur stellt man sich das ja ziemlich anders vor. Ne? Zalando ist ja irgendwie noch extrem jung und ziemlich hip und Berlin, und Otto hat ja schon eine ganz schöne Tradition. Ja. Hat dich das dann geschockt oder wie war das, als du da ankamst?
Sagen wir es mal so, es war nicht einfach, diese Kultur zu verstehen, aber es ist ja auch eine Herausforderung. Also es ist auch, ich war ja nicht die erste Firma vorher und auch nicht der erste Wechsel. Es ist klar, dass unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Firmenführungen auch was bedeuten, was man womit erstmal umgehen muss. Aber es hat schon einige Zeit gedauert, da reinzukommen. Und was ich ganz toll finde aktuell, ist tatsächlich der Wandel. Wir haben also steht auch die Otto Group gerade für, wenn man auf LinkedIn guckt und so Kulturwandel, wie die Themen gerade sich drehen. Du siehst es auch an den Jobbeschreibungen, wer kommt da, was wird da gemacht. Da werden ganz viele Initiativen gerade gestartet, die auf jeden Fall dahin führen. Und das kann man nicht mit einem Zalando und Co. vergleichen, weil das sind einfach Firmen, die haben die Gunst der späten Geburt. Mhm. Gott, wenn du einen Online-Shop von Anfang an machst, hast du ganz andere Ideen, Expertisen, Möglichkeiten, als wenn du schon immer irgendwelche erfolgreichen Bereiche gemacht hast, erfolgreiche Themen. Und das ist dann etwas, ich glaube, es ist auch eine Stärke von uns tatsächlich jetzt, Dinge in der Vergangenheit schon mal so gemacht zu haben, die haben heute nur einen fancy Namen. Mhm. Und die können wir aber irgendwie schon. Und die können wir vor allem auch für Dinge, wo die anderen das noch gar nicht können, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Ne? Und ich glaube, da gehört einfach nur eine gute Adaptionsfähigkeit dazu. Und die würde ich uns auch bescheinigen, dass wir die haben. Weil meinst, ich bin da. Du denkst an sowas wie CRM, was auch der Katalogversender vor 30 Jahren schon gemacht hat. In der Art. Und da kann man, da gibt es auch immense Entwicklungsschritte auch dahingehend. Das ist immer ein bisschen geschäftsmodellabhängig. Ne? Das ist auch die Frage, geben nicht nachher beide gleich viel aus, aber der andere schickt halt nur ein Zehntel des Papiers raus, weil der da ein anderes Modell hat. Und da muss man einfach auch gucken, wie funktioniert das, was ist da nachher am Ende sinnvoll. Mhm. Ich glaube, damit wir uns jetzt nicht verlieren, glaube ich, wäre es total hilfreich, zwei Dinge nochmal zu verstehen. A, nochmal die besondere Positionierung von Bonprix, für alle, die Bonprix jetzt nicht schon kennen, weil ich glaube, das vom Geschäftsmodell und von eurer Positionierung ist es nicht ganz selbsterklärend, was ich daraus, also hätte ich jetzt erwartet, auch besondere Herausforderungen im Marketing und im Marketing Analytics rausbilden. Und vor allen Dingen wollen wir natürlich auch hören, was du jetzt genau da treibst. Du warst ja gerade stehen geblieben, dass es eigentlich noch nicht so ein richtiges klare. Ja, 2016 war das. Ja, genau. Das wird sich ja mittlerweile gefunden haben. Das hat sich gefunden, ja. Du entscheidest, womit fangen wir an mit der Positionierung von Bonprix? Lass mit der Position anfangen. Also, Bonprix ist eine vertikale Modemarke. Das heißt, wir haben den ganzen Weg von der Mode, von der Herstellung, von dem Einkauf hin rüber zum Verkauf und zum Endkunden. Wir steuern das auch alles selber. Das braucht natürlich auch viel Expertise in den einzelnen Disziplinen. Wir sind jetzt keine Plattform im Sinne von, dass wir jetzt irgendwie Fremdmarken wie Nike, Adidas auf der Plattform haben und verkaufen. Und wir sind sehr erfolgreich mit Eigenmarken. Und das ist etwas ganz Besonderes. Das ist was ganz Besonderes. Eigenmarken ja. Mit allen Vor- und Nachteilen. Also du hast keine Brand-Terms, auf die du bieten kannst, außer deine eigenen. Genau. Aber du hast, unterstelle ich mal, eine höhere eigene Wertschöpfung. Das heißt, du hast eine bessere Marge und damit aber natürlich auch die ganze Komplexität an der Backe. Genau. Dass du auch Produkte wirklich auch lieferfähig haben musst. Genau, aber das stimmt. Aber jetzt habe ich mir auch sagen lassen, dass Eigenmarken insbesondere dann auch, wenn wir im Preiseinstiegssegment sind. Ich glaube, weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber früher war Bonprix eher im Preiseinstiegssegment positioniert. Ist auch so noch. Ne? Und das ist ja gerade im Eigenmarkenbereich, da gibt es ja jetzt im stationären Handel, aber auch in die Hybriden, ne? Also Stichwort H&M, weiß nicht, gibt es noch Pimki oder sowas? Also die waren früher, gibt es die noch? Wann war ich das letzte Mal? Primark weiß ich gar nicht. Primark gibt es noch. Wir sind jetzt gerade in der Stadt. Ich habe Pimki nicht gesehen auf dem Weg. Plus andere Eigenmarken haben es auch nicht so ganz einfach. Auch selbst die auch im höherpreisigen Segment sind. Also soll ich mir sagen lassen, dass eine Esprit, eine S-Oliver, eine... Ja, wobei die Frage tatsächlich der Kostenapparate, der Geschäftsmodelle. Ja, klar. Und wie gut adaptieren diese Firmen tatsächlich? Ne? Und ich muss sagen, ich bin jetzt ja erst 3,5 Jahre bei, also nicht mal über 3 Jahre jetzt bei Bonprix. Ich finde, wir haben eine immense Adaptionskraft, einfach Dinge mal umzudrehen. Ja. Also einfach mal zu sagen, so stationärer Handel ist halt teuer, muss irgendwie innovativer werden. Du wirst einfach online nur noch abgeholt. So, da muss man auch nicht sagen, so, das mache ich jetzt nochmal mit 200 Filialen, dann wird es halt schwierig. Also abgesehen von eurer Positionierung war Bonprix ja auch schon eben, also seit ich mich dem Versandhandel irgendwie mal genähert habe, war Bonprix schon immer die innovative Perle des Otto-Konzerns. Das war ganz anders als klar. Es gab schon mehrere Marken innerhalb des Otto-Konzerns. Ich weiß gar nicht, ob es die alle noch gibt, aber Bonprix war lange, bevor jemals über eine About You nachgedacht wurde, war Bonprix schon immer sehr, sehr eigenständig und immer sehr, sehr besonders. Ja. Und ist das immer noch so? Ist immer noch so. Okay, super. Die
dann erzähl doch mal bitte, was heute deine Rolle ist, dann steigen wir noch mal tiefer in die Details ein. Also heute verantworte ich eine Abteilung mit circa 18 Leuten, variiert immer mit dem Werkstudenten oder nicht. Und das sind zwei Teams. Das eine ist ein technisch-analytisches Team und das andere Team ist ein Controlling-Team. Zu den Details, was machen diese Teams? Das Controlling-Team macht so eine Art Ertragsmanagement, entscheidet, wie man über die Kanäle hinweg das, die Budgets shiften kann, guckt halt einfach, wo ist es effizienter im Einsatz, welche Ziele werden verfolgt, der jeweiligen Märkte. Wir sind ein internationales Unternehmen, also wir agieren ja jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Niederlande, Belgien und hast du nicht gesehen und also in 15, ich glaube, ja, wir sind in mehr Märkten unterwegs, aber Online-Marketing machen wir halt für eine gewisse Anzahl an Märkten. Und da muss man schon eine Entscheidung treffen, weil auch der Marketing-Mix in verschiedenen Ländern halt unterschiedlich ist. Ne? Im einen Markt hast du halt mehr Display, in dem anderen hast du mehr Suche und da muss man halt mit dem entsprechend umgehen. Ja, das heißt, um das auch nochmal klarzustellen, dein Titel ist Head of Marketing Intelligence, ne? Insofern ja speziell, dass es zumindest für mich, und so hat es glaube ich auch gerade in deiner Beschreibung geklungen, so klingt, als wärt ihr diejenigen, die analysieren, wie läuft's, was das operative Marketing macht. Ich vermute, daneben gibt's jetzt noch ein operatives Marketing-Team, das dann sozusagen eure Empfehlungen für Priorisierung verschiedener Kanäle in verschiedenen Märkten umsetzt. Ne? Das heißt, da arbeitet ihr zusammen, ihr macht die Analysen und Auswertungen und schaut euch dann an mit dem operativen Team zusammen, wo was geschiftet wird. So, also es gibt noch zwei weitere Abteilungen tatsächlich. Also neben meiner, es gibt einen Online-Marketing-Bereich. Es gibt noch zwei weitere Abteilungen. Die eine, die nennt sich halt Search, die macht halt alles rund um Suche, PLA, also alles, was Google ist, alles, was Yandex ist, alles, was man da so rein verordnen kann, Preissuchmaschinen ja auch. Und dann haben wir den anderen Bereich, der nennt sich Display. Das ist das in Search and Orders, auch ein bisschen programmatisch, auch Affiliate, Social Media Advertising ist auch mit drin tatsächlich, also Facebook, Pinterest, Instagram, alles, was man jetzt gerade so kennt. Und Affiliate, habe ich Affiliate gesagt? Ja, gut, sorry. Ich weiß nicht, wenn ich keinen vergessen habe, also falls das mal einer meiner Kollegen sehen sollte. Ja, nur so habe ich das gesagt. Alles dabei. Alles und die dritte? Gibt es noch eine CRM-Abteilung? Wo ist CRM aufgehängt? CRM ist tatsächlich ist in demselben Geschäftsbereich aufgehängt, ist aber nochmal ein anderer Bereich tatsächlich. Mhm. Okay. Du hast vorhin gesagt, bei den Teams, also eine war das marketingseitige Controlling, du hast noch von einem technischen Team gesprochen. Genau, ich habe ein zweites Team, das ist auch das, was seitdem ich da bin, jetzt noch stärker aufgebaut wurde. Da gab es dann vorher einen, der zufällig so eingestellt wurde. Davor war noch ein Kollege da, der ist dann aber gewechselt. Und habe da dann ein Team aufgebaut aus aktuell drei technischen Projektmanagern, die man heute einfach auch braucht, um so gewisse Sachen mal irgendwie in den Griff zu kriegen, Technologie nochmal wirklich genau zu durchleuchten, die auch echt Ahnung vom Tracking haben und solche Geschichten, also die einfach wirklich so dieses Fundament von dem Online-Marketing, sag ich mal, aufbauen. Und mittlerweile, also eigentlich sind es 5 Business-Analysten. Mhm. Eine ist gerade in der Zeit, deswegen muss ich das sagen, aber tatsächlich Leute, die sich um Daten, Engineering, Data Science kümmern, sich überlegen, kann man da nicht drauf Modell verwenden? Also wir reden über Bidding. Muss jetzt einer da sitzen und Biddings irgendwie von Hand eintragen? Oder auch gerade die Attribution, die muss ja einer lesen können. Also wenn du jetzt eine Modellattribution nimmst und das dynamisch machen willst, dann wäre schon doof, wenn du keine Ahnung davon hast. Dann musst du wissen, was ein statistisches Modell ist dahinter. Welche Attribute haben die Gewichte? Also welche Gewichte machen diese Attribute dann aus? Um so ein bisschen zu interpretieren zu können, um am Ende auch ein gutes, sag ich mal, Ergebnis rauszuziehen, um damit weiter Handlungsmöglichkeiten, Handlungsfelder dann aufzuzeigen. Habe ich es richtig verstanden, dass ihr in einem zentralen Modell seid? Das heißt, ihr liefert die Marketing Intelligence für alle Märkte? Ja. Okay. Das heißt, ihr habt also auch die landesspezifischen Besonderheiten, also du hast gerade in Yandex erwähnt, Womudi, der hängt irgendwie Russland dahinter. So, die das heißt, da müsst ihr euch auf die Besonderheiten einstellen. Ist das etwas, was du, das kennst du ja von deiner Zalando-Zeit auch. Zalando ist ja auch sehr, sehr monolithisch zentral aufgestellt. Bigpoint vermutlich auch. Ist das ein Modell, was sich deiner Meinung nach durchsetzt? Also es gibt bestimmt immer wieder Ausnahmen. Aber ich glaube, die Frage ist, wie du es umsetzt. Mhm. Also in der Organisation trotz alledem. Ne? Also deine Frage war ja auch gerade so, wo es hängt CRM. Mhm. Und es muss durchlässig sein in irgendeiner Form. Und es muss Möglichkeiten geben, Interessen so zu bündeln, dass alle gemeinsames Ziel haben und nicht irgendwie der eine Bereich dahin läuft, der andere dahin. Das muss es schon geben. Ich
es gibt da nicht das eine richtige. Also ich glaube tatsächlich, dass du, wenn du einen Fokus auf den Markt hast und du setzt deine Leute da ein, dann hat der Markt einfach erstmal am Anfang schon mal bessere Karten. Aber irgendwann hast du vielleicht auch so ein Niveau erreicht, wo du dann sagst, so Mensch, jetzt ist aber auch das Investment an Leuten, an Sachen vielleicht so groß, dass du es gar keinen Sinn macht, dann machst du es wieder zentral. Mhm. Okay. Also ich würde das tatsächlich immer von Fall zu Fall betrachten. Mhm. Okay. Du hast ja vom Ertragsmanagement gesprochen. Was sind denn da so deine größten Hebel oder deine größten Herausforderungen? Meine größte Herausforderung ist tatsächlich, immer genau zu erkennen, wie viel Ergebnis kommt denn danach, wie resultiert denn danach heraus? Also klar, wir haben den ganzen Funnel im Blick, aber da sind trotzdem sehr viele Faktoren drin, die man immer nicht vielleicht unbedingt direkt beeinflussen kann. Mhm. Das heißt, und was wir auch nicht können, wir können nicht gut Glaskugel lesen. Das heißt, wenn ich jetzt bewusst mal eine Entscheidung treffe, in irgendwas zu investieren, was ich jetzt glaube, macht Sinn. Ja? Also jetzt kommt irgendwie der nächste Fancy-Kram oder nehmen wir mal Snapchat. Mhm. Und das zeigt sich nicht in den ersten Tendenzen und wir werfen da jetzt so ein bisschen Spielgeld drauf, dann kannst du wahrscheinlich auch nichts erkennen, aber dann bist du halt trotzdem auch nicht sicher auf der sicheren Seite, ob das nicht doch nachher der Winner ist bei solchen Sachen. Das ist schon eine Herausforderung natürlich. Also immer die richtige Entscheidung zu treffen, auch immer dann auf die Ziele dann einzuzahlen, die wir eigentlich haben. Da diskutierst du wahrscheinlich auch viel mit den verschiedenen Teams, die sich jetzt wünschen, mal was Neues auszuprobieren. Definitiv. Und du musst dann aber sagen, hey, die Zahlen sprechen dagegen und ja. Die sagen, wir müssen aber und wir wollen. Klar, aber das gehört dazu, ne? Also diesen Dialog musst du führen, weil ich sehe nicht alles. Das ist zum Beispiel ein Nachteil von zentralen Teams. Wenn du selber nicht operativ bist, ja. Sondern das immer wieder abgibst, dann bist du nicht sozusagen in der dann weißt du ja gar nicht, was da passiert, sondern bist immer nur wieder in der Ex-Post-Betrachtung und fragst dich, was ist denn da überhaupt gemacht worden? Mhm. Das ist immer doof. Es macht schon mal Sinn, da mitzugehen, zu gucken. Also deswegen, also ich bin immer ein ganz großer Freund von interdisziplinärer Arbeit, auch immer da alle Fähigkeiten, die du hast, irgendwie zusammen zu werfen und zu gucken, was ist denn jetzt das Beste und diesen Sichten da drauf zu gucken. Ihr kommt ja ursprünglich mal also seid schon immer Distanzhändler gewesen, ich glaube Filialen hin oder her, aber ihr kommt ja ursprünglich aus dem Katalog und ich glaube, der Katalog ist immer noch da und spielt auch noch eine Rolle. Der spielt auch noch eine Rolle und der ist auch noch da, ja. Ist marktspezifisch auch wieder, also es gibt Märkte, die sind dann schon fast Internet-only, aber es gibt auf jeden Fall den Katalog und der spielt auch noch eine Rolle, Der ist ja vermutlich auch attributionsseitig, um mal so eine ganz dezente Brücke zu legen. Ist der vermutlich auch nicht ganz trivial auf der Attributionsseite, weil Katalogkunden steigen ja vermutlich direkt ein oder über genau. Brandterms bringen kein Cookie mit. Das ist so richtig erkannt, die bringen auch kein Cookie mit. Also lass uns mal was überlegen, vielleicht finden wir noch mal eine Lösung. Das läuft dann meist bei uns in den organischen Traffic mit rein. Das sehen wir dann aber auch trotzdem. Also du kannst da auch viele Analysen drauf fahren und erkennst, dass das noch einen Mehrwert hat. Ist aber auch nicht mein Geschäftsgebiet tatsächlich. Also ich mache Online-Marketing-Intelligence, ich mache jetzt nicht reine Marketing-Intelligence und wird auch meist noch mal separat von unseren Länderverantwortlichen dann sozusagen auch ausgeführt, was auch in Ordnung ist. Okay, aber du wirst ja sicherlich so Korrelationsanalysen fahren, also wenn zum Beispiel irgendwie der Einstieg deiner SEO-Brand-Terms, nicht deiner SEO-Brand-Terms, deine SEO-Traffics, das könnte schon sein, aber deine Paid-Brand-Terms, geht deine Direktanstiege höher. Du siehst, dass das günstig, also dass es dann auch mal Effizienzen bringt, wiederum sind wir dann, wir steuern da schon genau drauf. Also wir können ja 365 Tage steuern, das ist kein Problem, ich kann an, ausmachen, also das ist natürlich nicht gut, an, ausmachen, ein kurzer Tipp, nicht an, ausmachen, aber gegebenenfalls dann die Budgets zu drosseln oder die CPCs zu drosseln oder irgendwas halt zu machen, da sind wir auf jeden Fall stark drin und dazu gehört auch viel Kommunikation und das funktioniert bei uns auch ganz gut. Also, Okay. Aber jetzt innerhalb des Digitalen ist Attribution trotzdem eine Herausforderung, ne? Weil du bist ein vertikal integrierter. Das heißt, du hast vermutlich, du hast nicht den Fremdmarken-Traffic, den du akquirieren kannst. Oder kannst es vielleicht schon, aber du wandelst den vermutlich nicht so gut, weil du keine Fremdmarken hast. Vielleicht kannst du überhaupt was über euren Marketing-Mix sagen, wenn das nicht so indiskret ist. Aber ich stelle mir vor, dass ihr nicht nur im Lower Funnel fischen müsst, sondern dass ihr auch im Mid- und im Upper Funnel Initiativen, also hast du gerade schon gesagt, ne, Display, Affiliate, Targeting. Das wird einfach unterschiedlich bewertet und dann sind wir schon bewusst, dass wir da auch mehr ausgeben müssen zum Beispiel. Ne? Das machen wir über ein Marketing-Mix-Modell, wo wir gucken halt so, was erhoffen wir uns davon, was kommt da raus, dann
machen wir da über, wir arbeiten viele Saisons, also halbjährlich, dass wir dann gucken, so welchen Impact hatte das jetzt, müssen wir das nochmal anpassen, müssen wir was gucken. Hinzu kommt, dass wir tatsächlich noch eine dynamische Attribution im Einsatz haben. Das geht für alles, was digital ist, gebe ich dir natürlich recht. Also du kannst keine Journey bauen, wenn du nicht diesen Touchpoint irgendwie in echt siehst. Und das haben wir auch selber gebaut. Also das ist schon echt eine ganz große Leistung. Ich bin dann vor 3 Jahren ja gekommen und dann hieß es ja so, wir wollen die Attribution machen. Wie sieht's aus, Björn, hast du Lust? Und dann habe ich dieses Thema geerbt und habe mir gedacht, warum machen wir nicht was Statisches? Also Zalando zu seiner Zeit hat damals auch was Statisches gemacht. Badewanne, degressive Kurve, so, ne? Also für Neukunden, für Bestandskunden. Und ich habe mir gedacht, warum machen wir das nicht auch? Aber man wollte unbedingt dieses Dynamische machen. So, und dann, weißt du noch warum? Einfach nur aus Ehrgeiz oder gab es da? Das war eine Empfehlung damals von einer Agentur. Frag mich nicht, wie die hieß, weil ich war ja nicht da. Also der Agentur bin ich auch zu verdanken, dass ich da bin sozusagen. Dass man gesagt hat, so, man braucht so einen kleinen Techie, so einen Analytics-Nerd vielleicht. Wie sieht's aus? Und dann haben wir das Projekt angegangen und ich hatte einen riesen Vorteil tatsächlich, dass wir sehr viel Technologie aufgebaut haben in einem gewissen Bereich. Nennt sich heute Marketing-Data-Plattform. Ist auch nochmal eine Abteilung, die mich da unterstützt hat und die dann so mal auch diese ganzen Informationen einfach mal gesammelt hat. Also, dass du solche Journeys halt hast, so, keine Ahnung, sprang darüber ein und ist am Ende auch der Kunde. Haha, das ist ja wichtig, so, dass du dann einen Bezug dazu hast. Das deviceübergreifend. Also, das heißt, was du ja meist machst, also Last Click, hast du ja schon gar keine Information in Summe. Du weißt ja nur, am Ende hat einer gewonnen, ist ja einfach wegzuschreiben, dann gehst du danach und verteilst das. Und wir hatten auf einmal erkannt, Mensch, da sind ja irgendwie 4 Kontaktpunkte. Und ach, guck mal, da sind wir über Mobile eingestiegen. So, Mensch, was macht das jetzt mit dir, mit deinem Traffic? Also macht es Sinn, jetzt in Desktop zu kaufen, wenn der aber im Mobile immer einspringt? Irgendwie nicht. Und da kommen wir dann auch zu so einem Wechsel von Anteiligkeiten der Marketingkanäle, die wir heute im Einsatz haben, die dann einfach in so Mobile immer dann so eine Relevanz gewinnt, dann gewinnen auch solche Kanäle. Also ich glaube, wir müssen, glaube ich, im Jahr 2019 vermutlich den hochinteressierten und qualifizierten D3-Con-Zuhörern nicht mehr erklären, wozu man Attribution macht. Aber vielleicht die Unterschiede zwischen, also oder deine Erfahrung zwischen einer statischen Attribution und einer dynamischen Attribution, weil mein Verständnis nach ist die dynamische Attribution immer noch deutlich in der Minderheit. Ich glaube, dass überhaupt sauber oder nahezu sauber attribuiert wird, ist immer noch keine Selbstverständlichkeit. Weiß nicht, wie du das siehst, aber dynamisch ist immer noch deutlich seltener als statisch. Ja, definitiv, glaube ich auch, weil es einfach einen höheren Komplexitätsgrad hat, tatsächlich. Also erstmal, mein Anspruch damals war zu sagen, wir wollen näher an die Wahrheit. Also werde ich bestimmt nicht rausfinden, was jetzt die Kaufwahrscheinlichkeiten anbelangt oder was da jetzt die bessere Verteilung wäre der Budgets. Aber also es kann nicht die Wahrheit sein, dass immer der Letzte gewinnt, wenn vor allem 4 oder 5 beteiligt waren vielleicht in dieser Journey. Und da musst du dir halt einfach Kurven zu angucken, wenn du ein Modell berechnest, was sozusagen jeden Touchpoint eine Kaufwahrscheinlichkeit gibt. Am Ende gibt es eine 1, weil das war dann der Kauf und du verteilst dann, keine Ahnung, 0,3, 0,3 und 0,4. So, dann ist das halt eben nicht so ein Badewannenmodell. Dann ist das eher so, ne? So, und das, da muss man halt, das sieht man halt, das ist einfach individuell und es variiert auch mal wieder, wenn du was veränderst in deiner Steuerung. Weil das ist ja das Interessante. Du änderst ja nichts, wenn du nichts anders machst. Also, du wirst ja nicht mehr Nachfrage oder mehr Umsatz machen, wenn du auf einmal, wenn du alles gleich behältst. Ja. Und ich glaube, das muss man einfach nur immer weiter analysieren. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, Mensch, das gibt dann X mehr Uplift und dann könnte ich jetzt ein cooles Tool verkaufen. Das funktioniert nicht. Der Erkenntnisgewinn ist ein ganz anderer, dass man einfach viel mehr Information plötzlich gewinnt. Also man hat eben halt 4-mal mehr Signale im Markt zum Beispiel und denkt sich so, hey, wusste ich gar nicht, dass die mitspielen. Oder ich sehe auf einmal, oh, die spielen auch mit, aber warum spielen die an dem Punkt mit? Und kann mir auch Sachen angucken, wie zum Beispiel, wann mal einer einspringt. So, keine Ahnung, Mail gemacht, dann noch einen Gutschein rausgeschickt per Katalog und dann sehe ich aber irgendwie noch so einen Einsprung über Affiliate, dann denke ich mir auch so, oh, muss der sein, ist da was los? Also das guckt man sich dann auch nochmal an, natürlich. Aber hast du erzählt, dass ihr tatsächlich dieses Tool für die Attribution, dass ihr das selber gebaut habt? Das haben wir selber gebaut, tatsächlich, ja. Wie kam die Entscheidung zustande? Da laufen ja auch eine Menge Companies rum, die sagen, die können das besser und verkaufen dir das? Da muss ich ganz ehrlich sagen, meine Motivation ist, ich habe die Daten und ich habe tatsächlich jemanden, also man muss, ich bin schon eher so typisch, gucke immer nach Stärken in den Gruppen, die wir da haben. Und wir haben tatsächlich jemanden, der leidenschaftlich ein Modell bauen wollte. Und der auch einfach sich damit beschäftigt hat. Und wir hatten jemanden, der leidenschaftlich Lust hat, das technologisch irgendwie abzubilden. Natürlich gebe ich dir recht,
wenn ich jetzt einen habe, der hat 100.000 Menschen dahinter sitzen und der hat da das goldene Tool gebaut, wäre es blöd, nicht Best of Breed zu nehmen und das einzusetzen. Aber wir haben mit wenig Aufwand tatsächlich diese Sachen gemacht und sind damit sehr erfolgreich, weil wir sie jetzt gerade in fast allen Ländern ausgerollt haben. Ja, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass irgendwie was man von der Stange kaufen kann, unbedingt besser ist. Ne? Also ich glaube, es ist häufig für Unternehmen, die jetzt nicht die technischen Ressourcen und Kompetenzen haben, ist vielleicht die schlauere Lösung, weil sie es allein gar nicht könnten. Wenn ihr das könnt, ist es ja gut. Ja? Auf der anderen Seite ist es auch sicherlich ein hoher Integrationsaufwand, irgendwie fremde Tools einzubauen und die ganzen Daten da wirklich an den richtigen Stellen reinzuwerfen, wo sie rein müssen, und dann geht da auch wieder was schief und dann ist es auch nicht so unaufwendig, wie man denkt. Ich habe auch selten erlebt, dass eine Standardsoftware einfach mal so in eine Unternehmung kommt. Ne? Also ich habe das einmal gehabt, da habe ich für Zalando tatsächlich ein Push-Notification-Tool besorgt. Das habe ich zusammen über Rocket organisiert, also Company Builder, und hatte echt so ein mega gutes Erlebnis, dass ich da innerhalb von 2 Wochen haben wir so ein Tool integriert bekommen. Und haben auch tatsächlich dann von einer Eigenentwicklung hin gewechselt zu einem Tool, es gibt einfach Tools, die musst du kaufen, die kannst du nicht selber bauen. Da brauchst du einfach einen großen Tech-Stack an, also einen großen, viele Ressourcen an technologischen oder technischen People, die da Bock haben, sich da reinzuarbeiten und so. Und das macht nicht in jedem Fall Sinn. Das ist auch mal so Company-Größen abhängig. Ne? Also ich kann jetzt auch nicht jeder Firma empfehlen, macht eine Attribution. Wenn ihr gegebenenfalls 100.000 oder 1 Million gerade mal im Jahr habt, Budget, dann ist das vielleicht nicht so zielführend. Aber es ist ja immerhin schon mal auch eine Besonderheit. Das hat ja jetzt auch nicht jeder in seiner Marketingabteilung, auch echte Developer, die wirklich nochmal so ein eigenes Tool bauen können. Das ist schon wahrscheinlich auch ein Wettbewerbsvorteil, oder? Ist aber auch, ja, sicherlich. Aber ist auch interdisziplinär schon standen gelaufen. Also es ist nicht so, dass die jetzt bei mir sitzen müssen, sondern auch da schaffen wir es abteilungsübergreifend. Also zum Beispiel das statistische Modell, was wir da jetzt verwenden, das ist von einem Kollegen aus dem CRM gebaut worden. So, und die Technik wird ja auch dann nochmal von einer anderen Abteilung, wobei wir natürlich alle zusammengehören inhaltlich. Okay. Die, ist das grundsätzlich so ein bisschen in eurer DNA, dass ihr viel in-house macht? Nee, ich glaube, also das grundsätzlich in der DNA. Ich glaube, man hat erkannt, dass wenn man das in-house selber macht, dann noch mehr rausholt. Also ich glaube so, was man immer schon betrachtet ist, so wie weit geht das Wachstum? Und wenn das Wachstum halt irgendwie nur noch so einstellig ist, dann wirst du dich so fragen, wie viel kommt da noch drauf? Und dann musst du gegebenenfalls mal eine Maßnahme wählen, wo du sagst, da müssen wir mal anders rangehen. Und das ist auch so im Online-Marketing bei uns passiert. Also wir waren, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, mal bestimmt nur so 5 bis 10 Leute und haben da ein Agenturgeschäft gemacht, weil es einfach sonst nicht anders händisch ist. Also gerade wenn du noch in anderen Märkten unterwegs bist und da irgendwie 6 Kanäle steuern willst, weil wir sind schon divers aufgestellt. Also wir müssen irgendwie alle Kanäle befeuern, weil wir möchten ja nicht einen Monopolisten da drin haben, über den wir dann laufen. Das ist nicht das Ziel, sondern wir wollen schon echt breit gestreut sein und auch gucken, wie wir aus allem was holen. So, aber in jedem Fall habt ihr einen großen Schwerpunkt gesetzt, um die Analytics, die BI-Seite in-house zu haben und weiterzutreiben. Genau. Ihr geht in der Attribution auch nicht hin, oder seid nicht den einfacheren, oder nicht den, nicht versucht, irgendwelche Abkürzungen zu nehmen. Was sind denn so deine Ratschläge an vielleicht Zuhörer oder Zuschauer, die sich mit diesem Thema Attribution noch weiter auseinandersetzen wollen? Du hast gerade schon gesagt, okay, es gibt so eine kritische Grenzen, ich habe das so verstanden, wie kritische Masse, ne? Wenn du wenig Spending hast. Du kannst auch ein Modell nicht berechnen. Also wenn du dann auch dynamisch sein möchtest, musst du viel Traffic haben, sonst kannst du gar nichts berechnen. Also wenn du jetzt so 3 Besucher am Tag hast, wirst du Jahrzehnte brauchen, bis du die Menge hast, in der du eine Erkenntnis hast. Also es bringt und dann ist sie veraltet. Und dann ist sie veraltet. Also das bitte nicht machen, sondern wenn man wirklich viel Traffic hat, viel Information hat, kann man mit Modellen arbeiten. Ich würde nicht sagen, dass es trotzdem falsch ist, irgendwie erstmal mit was Statischem anzufangen. Mhm. Also erstmal überhaupt zu verteilen und daraus einen Erkenntnisgewinn zu machen, weil alles nach Last Click, also alles, was einfach mehr Informationen liefert, muss auch interpretiert werden. Aber man muss dann auch Leute dafür haben, die das irgendwie können, die sich da hinsetzen und mal Lust haben, darüber zu diskutieren. Und je nach Größe der Firma ist es auch nicht einfach, das dann auch alle zu überzeugen. Ja. Also zum Beispiel ist ja auch, wenn ich jetzt einen externen Dienstleister genommen hätte, vielleicht sogar noch mehr, hätte ich vielleicht noch mehr Hürden gehabt, um dann zu überzeugen, dass der Dienstleister einen guten Job macht, im Vergleich zu uns in-house. Ja. Das muss man halt gucken, abwägen. Aber wie gesagt, also es ist wichtig, viele Informationen zu haben, wichtig, dass man Leute hat, die auch Bock drauf haben. Ja. Ist vermutlich auch so, dass wer die Hoheit über die Attributionsmodelle hat, auch gleichzeitig die Hoheit über die Werbeerfolgsdeutung hat. Ne? Weil ich kann da in dem Moment schon, also ich will keinem was Schlechtes unterstellen, aber das sieht man ja auch oft, wenn so, sagen wir mal, Externe oder vielleicht jemand, der nur in einem Kanal wirklich beheimatet ist, der so ein bisschen Attribution spielt. Und auf einmal ist das der Gewinner, ne? Nee, tatsächlich. Gibt es auch im Jahr 2019 immer wieder. Ja, also hast du recht.
Das Gute ist, ich bin ja eigentlich, leidenschaftlich bin ich eigentlich ein CRMler, also gucke ich immer eigentlich wenig Kosten, der muss eigentlich von alleine kommen, der Kunde, deswegen war das nicht mein Anspruch. Mein Anspruch war, die so nah an der Wahrheit zu sein. Und das Modell aufsetzen, das Modell verstehen, das Modell interpretieren zu können, ist ja danach so, was mache ich draus? Jetzt beklagen sich ja viele bei der Attribution, oder wenn sie zum ersten Mal so Attributionsergebnisse sehen, dass sie danach gar nicht so, du hast es vorhin auch mit der Steuerung erklärt, aber viele sagen, boah, ich kann jetzt gar nicht so viel anders machen, weil zum Beispiel zu viele Kanäle in so einer Customer Journey involviert sind, die ich sowieso ausmaximiert habe, wie zum Beispiel Direct, CRM-Kontakte, SEO etc. Habt ihr auch solche Erfahrungen auch gemacht? Ja, tatsächlich haben wir andere Erfahrungen gemacht, denn wir haben gesehen, dass wir doch noch mehr Umsatz diesen Kanälen zuschlüsseln konnten zu den gleichen Kosten. Okay. Das heißt, du hast ja am Ende eine bessere Umsatzrelation, Kosten-Umsatz-Relation und kannst dann, oder auch andersrum gibt es das auch, du ziehst eigentlich sogar noch Nachfrage raus und musst dann eigentlich entscheiden, eigentlich investieren wir zu viel in den Kanal und eigentlich investieren wir in dem anderen zu wenig. Und da kannst du schon Dinge machen. Da muss man halt auch dann mutig sein, das zu tun. Ne? Weil man muss ja auch dem Modell vertrauen, da muss man gucken, lernt das wieder weiter, was sind die nächsten Erkenntnisse, und du siehst auch Entwicklung plötzlich. Ne? Also tatsächlich haben wir, also was wir jetzt ja können, das kannst du mit Last Click halt nicht, kannst du erkennen von einem Kanal, wo war der denn im Durchschnitt in so einer Journey? Ist der immer am Anfang oder ist der eher Richtung Ende oder ist der irgendwo in der Mitte? So, jetzt, wenn ich mir so eine Affiliate angucke, nichts Böses gegen Affiliate, das ist immer noch ein sinnvoller Kanal, der ist immer weit hinten in der Kette. Das ist immer einer, der ganz zum Schluss kommt. Der kommt nicht am Anfang. Der hat nie einen Eingangseinstart. Außer ist es eine Single Journey. Gibt ja auch noch die Cashbacker. Also, das ist auch nicht, das sind ja auch. Macht ihr den Basket Freeze? Ja. Okay. Gut. Mhm. Genau. Nennen wir Session Freeze, aber Basket Freeze. Ja, Basket Freeze. Ja, genau. Machen wir. Trotzdem erscheint er noch hinten in der Kette. Mhm. Und der hat sich auch nicht verändert seitdem, weil der hat auch gar keine Steuer, der hat da keine Erkenntnisse gehabt. Mhm. Aber so ein Kanal wie zum Beispiel Social Media Advertising, also wenn wir jetzt mal Facebook uns angucken, den haben wir auch Richtung Ende getrimmt mit Last Click. Da haben wir ja auch mal gesagt, Mensch, du gewinnst ja aber nur, wenn du mir eine Order machst. Und die bewegen sich plötzlich hoch in dieser Kette. Das kannst du schon sehen. Mhm. Das sind so Takeaways, wo ich sage, so, da haben wir irgendwas richtig gemacht. Also wenn du dir die Durchschnitte über die Monate anguckst, ob da eine Entwicklung stattfindet. Was war gerade Basket Freeze? Das kenne ich noch nicht. Das ist, dass ich den Gutschein nicht reinkloppen kann, wenn ich schon kurz vor der Kasse stehe. Du kannst es schon reinkloppen. Also du kannst es bestimmt besser erklären als ich. Aber mein Verständnis ist, du verhinderst damit, dass du Provisionsincentives gibst, die du für eh schon da Umsätze machst. Also die klassische Journey. Du bist schon auf der Seite bei uns. Du machst einen zweiten Tab auf. In dem Fall sagen wir, jetzt hat aber schon einer den Tab hier aufgemacht, nicht du, so, und suchst jetzt aber nochmal nach Gutschein und gibst den an einen, würden wir sagen, das haben wir jetzt nicht gesehen. Also das schreiben wir schon noch mit, gucken auch und diskutieren das dann, aber ist natürlich dann nur so eine Mitnahme und macht jetzt auch nicht den Lifetime Value des Kunden besser, wenn er noch einen Gutschein reinknallt. Ja, das ist ja so. Also das verändert ja nicht die Journey, weil der Kunde sucht ja trotzdem nach einem Gutschein. Das tut er aber, weil er das Gutschein-Einlösefeld sieht und sagt auch, Mensch, wenn ich so einen Gutschein hätte, wäre ja alles günstiger. Also das verändert nicht die Journey, aber es verhindert, dass du auch noch deinen Partner incentivierst, dass er deine Journey teurer macht. Weil er macht es ja durch die Provision teurer und er macht es ja auch durch die Erlösminderung des Gutscheins. So, das ist die Idee von einem Basket Freeze. So, aber sonst ist Affiliate gerade, also meiner Erfahrung nach ist Affiliate oft ein Kanal, den man durchaus auch in Manndeckung oder Fraudeckung nehmen muss, um nicht aus Versehen ungewollte Effekte zu haben. Das war ja super diplomatisch ausgedrückt, oder? Ja, sehr gut. Hätte ich besser sagen. Okay. Was sind so deine größten Herausforderungen oder Projekte für die Zukunft, an denen du arbeitest? Größten Herausforderungen. Also Entschuldigung, erstmal, ich muss mal sagen, ihr seid ja damit schon relativ, also was ist relativ, damit seid ihr ja schon absolut weit, ne? Mhm. Also da, ich weiß nicht, wie du siehst, aber damit könnt ihr euch ja mit den führenden Advertisern sicherlich messen. Aber umso mehr ist es ja auch interessant, was ihr noch in Zukunft so vorhat. Ich glaube tatsächlich nochmal so, und das weiß ich auch noch von meinem vorherigen Arbeitgeber, die Suche nach neuen Steuerungskennzahlen. Tatsächlich die Überlegung, woran kannst du bewerten heute, dass das eine gute Maßnahme war, dass die auf den Lifetime-Value des Kunden eingezahlt hat beispielsweise. Das sind so Themen, da sind wir auch noch selber dran tatsächlich, weil das viel mit Daten und Homogenisierung und Informationen, die du da irgendwie auch dann entsprechend bereitstellen musst. Mhm. Das ist ja auch eine Rolle von uns. Wir sind sozusagen dafür verantwortlich, dass ja Online-Marketing-Daten überhaupt generiert werden. Und deswegen sind wir verantwortlich, diese in ein Unternehmen zu tragen und auch sozusagen durchlässig für alle dann bereitzustellen und auch zu interpretieren, dass jeder damit arbeiten kann. Also gerade so unser Intelligence-Bereich ist ja dazu da, mit anderen Intelligence-Bereichen endlich mal zusammenzuarbeiten und zu sagen, so, Mensch,
wir sind ja auf einem Level, weil wir ja über Informationen reden, die wir ja zusammenbringen können. So. Und das ist eine Herausforderung tatsächlich noch, da hier die 100% zu erreichen. Also weil du hast halt große Player, digitale Player, wie nennen wir jetzt ein Google und Facebook, die sind halt sehr gut schon. Die haben da schon irgendwie alles. Also da kann ich sofort die Daten abrufen, die sind irgendwie auch schon gut aufbereitet. Also wenn ich jetzt mich nicht ein bisschen doof angestellt habe mit dem Tracking und mit dem ganzen Setup, habe ich da schon sehr viel Informationsgewinn. Und das gibt's auch noch den anderen, der schickt mir eine Mail. So PDF mit Anhang. Da muss ich halt irgendwie auch eine Lösung finden, um das dann wieder zu digitalisieren, weil eigentlich will ich jetzt kein PDF und ich will auch keinen sitzen haben, der da die Zahlen überträgt. Das erinnert mich an noch ein anderes Thema, das mich auch so ein bisschen in Richtung Zukunftsausblick noch interessieren würde. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass ihr gerne viel auch in-house macht, aber ja, es gibt sicherlich auch noch viele Stellen, wo ihr mit fremden Technologieanbietern arbeitet, die ihr einsetzt, und ich glaube, es gibt sogar auch noch so ein paar Agenturthemen, wo ihr mit Agenturen zusammenarbeitet. Was denkst du, wie sich das auch noch, also vielleicht kannst du auch einen kleinen Überblick geben, wie das heute aussieht, und was denkst du, wie sich das noch so ändert? Also werdet ihr auch noch mehr Technologie in-house bauen, oder glaubst du, dass es eher in der Zukunft auch mehr von der Stange zu kaufen gibt, die ihr einsetzen werdet? Hast du da so ein bisschen ein Gefühl für, wie sich das für euch weiterentwickelt? Also ich glaube schon, dass wir, das sieht man jetzt einfach schon an der Konstellation in diesem Bereich, den wir sind. Also mein Bereich hat schon fast ein Drittel eingenommen. Und wir haben nicht weiter, also wir haben schon geinhoused und wir sind sehr stark im Inhousing. Also ich würde jetzt mal behaupten, so 90%, ohne mich jetzt hier irgendwie in zu verschätzen, aber da haben wir schon viel geinhoused. Wir haben dann manchmal noch so Agenturen für so ein Land, wo wir vielleicht nicht die Expertise haben, oder jetzt für programmatisch, wo wir sagen, da wollen wir ja auch noch mal mehr rausholen, aber haben noch nicht diesen Case gehabt, der uns da jetzt, der uns bewiesen hat, dass da auch der Revenue wieder zurückkommt. Ja, oder vielleicht auch noch nicht irgendwie das Team oder den Mitarbeiter, den man genau, vielleicht braucht. Genau, ne? Ja, sind wir dran gerade tatsächlich. Also da kommt ihr dürft euch bei info@die3.de bewerben, wir leiten das weiter. Ah, sehr gut. Ist ja ein Top-Arbeitgeber. So ist es. Auf jeden Fall machen wir geilen Scheiß. dass man so sagen darf. Ich gehe schon davon aus, dass noch vieles mehr automatisiert wird, dass auch ganze Steuerungsmethoden nochmal angepasst werden, auch gechallenged werden. Also ich bin tatsächlich mittlerweile so auf dem Trichter, dass ich sage, so, klar, Dienstleister ist immer gut, also gerade für Biddings und so immer zu nehmen, weil es gibt ja auch immer wirklich smarte Leute in diesen Unternehmen, die irgendwas Gutes rausfinden. Trotzdem nicht das zu vernachlässigen, nach 3 Jahren oder nach einem Jahr oder nach 2 Jahren nochmal wieder zu gucken, was könnten wir eigentlich machen? Weil das ist ja ganz klar, wir haben ja einfach alle Informationen da. Also ich kann am besten sehen, was in meinem Shop passiert, weil ich bin ja auch Verursacher dieser Dinge, die da entstehen. Und das wird so ein Dienstleister in der Regel nie so gut können, weil der einfach auch versucht, dann mehrere Kunden zu bedienen und inhaltlich dazu helfen. Und das ist dann bei uns natürlich immer besser, wenn wir selber einen eigenen Fokus auf uns haben. Also ich gehe schon davon aus, könnte auch sein, das ist eine These, dass die Online-Marketing-Manager wieder Generalisten werden. Das ist ja bei uns gerade nicht der Fall. Da haben wir ja Spezialisten für Facebook, für die ganzen einzelnen Dienstleister. Sogar, wir trennen sogar dann nochmal zwischen GDN und Search oder Textanzeigen und PLA. Da gibt es dann auch immer jeweils Fachleute. Viele arbeiten ja an solchen Konzepten, die im Grunde, die, weil sie schon sehr in den Upper Funnel gewandert sind, weil unten mehr oder weniger schon alles ausoptimiert ist, und dann neben der reinen Attributionslogik, die wir ja schon besprochen haben, für die Bewertung und Steuerung, dann das Zusammenspiel aus Kanal, Kunde und Content. Also Content kann Kreation sein, kann ein Stück Produkt sein, kann alles Mögliche sein, um einfach diese User Journey irgendwie im optimalen Sinne irgendwie zu beeinflussen. Ist das bei euch auch schon auf der Agenda? Ja. Also. Definitiv. Da sind wir auch dran. Also das ist auch ein interdisziplinäres Projekt, weil wir tatsächlich auch verschiedene Bereiche haben, weil bei uns ist auch so, wir haben ja auch Content für Katalog produziert und haben auch andere Instanzen gehabt. Und da könnt ihr auch testen. Und da können wir auch testen. Ja. Genau, da beginnt gerade so eine Verschmelzung auch nochmal der Dinge. Also da sind wir nicht state of the art, also würde ich jetzt noch nicht sagen. Da sind wir schon guter Dinge, aber da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial und viel Luft nach vorne auch, um da das Feld aufzuräumen. Wenn ihr Dinge testet, egal was, also du hast vorhin vom Feed gesprochen, du hast über CRM-Möglichkeiten gesprochen. Würde dieses Testing dann bei euch liegen, oder wo würdest du das organisatorisch sehen, solche so? Also immer bei dem, der es ausführt, tatsächlich. Mhm. Also ist aber ja die Bewertung und den Erfolg, was den Test eigentlich erfolgreich gemacht hat, den macht dann die Gruppe meist. Ne? Also es gibt dann interdisziplinäre Gruppen, die dann sagen, wir wollen mal das hier ausprobieren, da brauchen wir jetzt diese Expertisen von den 4, 5 Leuten, und wer kann da helfen? Und dann wird auch meist, also das ist ja das Gute, jetzt habe ich ja Business Analysten zum Beispiel in meinem Team, dann schmeiße ich da einen mit rein. Weil der kann am Ende der Zugriff auf die Daten, der hat auch das nötige Know-how, Kontrollgruppe A, B, jetzt nicht irgendwie nur einen Januar mit dem Februar vergleichen und sagen, Mensch, der Februar war viel besser.
boah, mind blowing. So, das hilft einfach, diese Leute zusammenzubringen. Und da sitze ich da ja nicht und sage so, was du nur so für die, sondern die sollen damit. Das bringt am meisten dann. Und es ist ja klar, dann hast du einen, der muss das ausführen. Dann macht es jetzt keinen Sinn, wenn fünf Leute dahinter sitzen. Was machst du da jetzt? Oh, du stellst den Banner ein, ja, sehr gut. Oder hier, du machst den Print oder was auch immer. Sondern das muss am Ende dann auch nochmal zusammen drauf geguckt werden. Und dann muss es auch gemeinsam interpretiert werden. Dann muss man da gemeinsam stehen und sagen, so Mensch, das war ein guter Test oder das war ein schlechter Test. Mhm. Das ist auch etwas, was auch andere deutlich, also aus meiner Sicht noch deutlich mehr machen können. Also ich meine, ihr seid eine 1, also ihr seid schon eine Milliarden-Plus-Company, meinem genau. Verständnis nach. Ja. Das heißt, ihr könnt euch jede Menge Dinge leisten, zum Beispiel im Bereich der Attribution, die andere aufgrund der kritischen Masse nicht können. Aber so ein strukturiertes Testing kann man ja auch schon unterhalb der 1 Milliarde Euro. Aber man muss auch die Leute dafür haben tatsächlich. Also nicht jeder kann testen. Gerade ich glaube, also wenn du dir nicht in operativen analytische Leute einstellst, die auch nicht so Lust auf Zahlen haben, dann wird es mit dem Testing sehr schwer. Dann haben die auch keine Lust auf Testen. Und das, was viele auch vergessen, ist immer, dass Testing beginnt tatsächlich, man beginnt mit dem Setup und überlegt sich vorher, was will ich am Ende eigentlich analysiert haben. Und dann geht man, dann führt man das aus, weil was ich sehr oft in den Unternehmen erlebt habe, ist, die Menschen kommen, haben was getan, fragen mich ex post, wie war es denn? Und ich habe gar keine Idee, was da überhaupt gelaufen ist. Und frage mich die ganze Zeit so, was soll ich denn jetzt auswerten? Weil ich habe doch gar nichts, ich war doch nicht dabei. Was die Testhypothese war oder was ist die Hypothese, was sind das für Zahlen? Und das ist immer ein Tipp. Geht vorher auf Leute zu, die die analytisch bewandert sind, die auch Zugriff auf Daten haben und bindet die mit ein und bespricht vorher, was ihr testen wollt und dann testet erst. Und dann gibt's auch gute Resultate tatsächlich. Oder zumindest die Erkenntnis, ja gut, war doch nicht gut. Lass das mal. Cool. Ja. Schönes Schlusswort von mir aus. Hast du von noch was, Erik? Ich hätte noch 100 Fragen, aber dann würde ich diesen Podcast dramatisch überschreiten. Machen wir nochmal beim Essen. Ja. Wenn du mich einlädst. Sehr, sehr, sehr. Spätestens auf der D3 kommt. Wann ist die eigentlich? Genau, fiel mir auch gerade noch ein, dass wir darauf noch hinweisen können, dass wir den Björn da auch schon wiedersehen, weil er auf dem neuen D3Con Advertisers Day einen Vortrag hält über das Thema. Da können wir das ganze Attributionsthema dann nochmal in Wort und Bild und PowerPoint sehen und alle, die das nicht die Ehre hatten, hier heute dabei zu sein, den Björn auch mal persönlich kennenlernen. Insofern freue ich mich, dass wir uns da spätestens wiedersehen am 31. März und 1. April in Hamburg. Gebe ich auch eine aus auf Thomas Kosten. Ja, das sind die besten Drinks. Das hast du schön formuliert. Du gibst einen aus auf meine Kosten. Cool. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder beide dabei wart und ein sehr spannendes Gespräch und cool, dass wir uns auf der D3Con-Bühne im nächsten Jahr sehen werden. Sehr. Bis dahin auch noch viel Erfolg. Ne? Super. Und bis bald.